Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Kirby. Ich wollte euch meine ganzen Power-Ups zeigen, die jetzt upgraded sind auch. Bessere Bomben, bessere Stacheln, noch nicht den besseren Eis, aber quasi Miss Fortune's Ult. Von LOL. Ach nee, Lucian's Ult. Und so sieht die Stadt momentan aus. Wir gehen uns jetzt nun zum Dingens. Zum Boss, wo ich gesagt habe, dass wir den im nächsten Part machen. Ich habe nicht die Level gemacht vorher. Stimmt, das ist das, was ich. Abschnitt. So. Let's go. Und ich habe extra die Pistolen ausgerüstet, weil diese sehr stark sein sollen, habe ich gehört. Und ich glaube, dass wir diesen Boss mögen werden. Und man kann hier sogar die. Ich glaube, wir nehmen die Pistolen. Wir können es ja ausprobieren. Ich werde die Bosse eh nochmal später wiederholen. Bitte rede mit uns. Sorry, dass ich so wenig sage. Ich muss mich gerade konzentrieren. Meine Fresse. Ich finde den wirklich cool. Muss ich wirklich sagen, den Boss. Scheiße. Ah. Mann. So, meine Fresse, sehr viel geschwiegen einfach. Musste mich gerade wirklich konzentrieren, weil ich nur gedodged habe. Können wir bitte nicht alle umbringen?
machen. Buch. Bleistift. Warum bringen wir denn alle um? Oder, nee, warte mal, das sind Körbe. Wir verdecken einfach alles mit uns riesigen Hut. Dankeschön, Toga, dass du jetzt hier online kommst und Splatoon 2 spielst. Ich müsste wahrscheinlich den Boss mit einem aufgeladenen Schlag treffen, ne? Boah, das wird schwer. Warte mal, was stand da für ein Boss? Ach ja, wir können jetzt wieder zurück zum Dorf zurück, ne? Fuck. Hä, da ist eine Arena. Ist weiter gewachsen. Überraschungsautomat Serie 2 ist... Es hat... Was ist das denn? Kolosseum wurde eröffnet. Kämpfe gegen Bosse und Gegner, denen du bereits begegnet bist und gewinne prächtige Preise. Meta Knight, was machst du denn da? Hä? Das ist mir gekommen. Hier wieder schon Blaupause. Bleistiftbohrer, bla bla bla. Ich habe LOL gerade gelesen. Verbessern wir den? Ja, ist gut. Das würde ich sehen. Bleistiftbohrer wurde entwickelt. Okay, das ist cool. Aber ich bleib wieder bei... So. Schwert. Und zwar Koloss. Weil der am meisten Schaden macht, wie es aussieht. Was mich interessiert, was ist das Kolosseum? Wir machen unseren ersten Kampf mal dort. 180! Willkommen in der Anmeldungsbereich des Kolosseums. Hier kannst du dich für Turnieren anmelden, in denen du gegen viele bereits besiegte Gegner Boss antriffst. Falls du dir einen weiten Weg nach oben speziell erkämpfen willst, wirkt dir ein besonderer Preis. Doch ist doch nicht längst mit alles. Wir haben gerade einen Besuch von einem Kämpfer aus einer. Der. Nutzt. Frisch vom Planet Pop. Genau wie unsere Welt gestrandet. Ganz recht. Kein geringster als Meta Knight. Nun wirst du ebenfalls am Turnier teilnehmen. Ja komm, wir machen ein Turnier. Ja komm. Das Meta-Knight-Turnier. Ja, ich habe schon meine Waffe. Nee. Ich erspare euch die Bosse. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir bei Meta Knight sind. So, und herzlich willkommen wieder zurück. Ich habe jetzt die komplette erste Arena durchgemacht. Erstmal das Schwert ist fucking OP. Okay. Ich hab dich ja... I've been expecting you.
Also erstmal, das, dieses Schild ist fucking... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, Scheiße. Dann gewöhnt Button zu mir. Du hast keine Chance gegen mich und sowas. Mein Shit ist zu strong. Können wir darüber reden, wie fucking OP dieses Schwert ist? Einfach. Bam. Ich glaube, Metanite ist einfach das Highlight dieser Folge, einfach nur. Also. Cool. Ach so. Metanite Schwert Blaupause. Ach so. Heißt, später kann ich vielleicht auch, könnte ich DDD da drin bekämpfen und dann bekomme ich DDDs Hammer, oder wie? Bitteschön. Dann fangen wir auch die nächste Welt an. Also ganz ehrlich, ne? Du bist gerade, also der Gegner davor war ein Mini-Boss-Rush. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Mini-Boss-Rush-Gegner... Da, den habe ich mit den Pistolen gemacht und alle anderen Gegner habe ich nur mit dem Schwert gemacht. So. Oh mein Gott, das hat dieselben Fähigkeiten. Was kannst du noch? So. Also das ist cool. Ist schon ein geiles Schwert, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich fand das andere viel cooler eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Komm, wir machen die Story weiter, bevor wir jetzt wieder irgendeinen anderen Scheiß machen. Den ich eigentlich nicht machen wollte. Aber ich musste mir unbedingt das angucken, was die Arena macht. Weil das sind so meine Lieblings... Also die Arena und die True Arena und sowas sind meine Lieblingsspielmodis. Winterkuppel. Neues Gebiet freigeschaltet. Na, habt ihr auch schon Bock auf Weihnachten? Nördliche Froststraße, okay. Let's go. Das ist London. Das war so klar, dass das passieren wird.
immer so, dass mit so ein Scheiß passiert einfach. Dass ich das Schwert bekomme, was natürlich... Dass ich ausgerechnet das Schwert besitze immer... Also ich bekomme immer richtig viel Schaden, wenn ich, sobald ich das Schwert besitze, was richtig viel KP hat, was mit KP Dingens bekommt. Was mit KP stärker wird. Das war schon immer so. Selbst in, ich glaube, Kirby Triple Deluxe war es so gewesen. Also in Kirby Triple Deluxe war das so gewesen, dass ich, als ich das Schwert da bekommen hatte mit dem KP-Leveling. Oh nein, ist das ein Clip runtergefallen. Da habe ich immer sofort Schaden bekommen. Ich glaube, mit dem Bumerang hätte man das auch getroffen. Aber wir tun mal so, als hätte ich dafür die Dose gebraucht. So. Da vorne liegen Health-Kits. So. Wir sind bei 20 Minuten fast. Ich habe das Gefühl einfach, als hätte ich 50 Minuten verbraucht, einfach nur in der Arena. Ich habe keine Ahnung warum. Ich wollte eigentlich den Tiger als Thumbnail nehmen, weil ich mir so dachte, oh mein Gott, einfach der Tiger, die könnte ich als Thumbnail nehmen. Kann ich irgendwelche bestimmten Leute auf meinem Kanal? Und dann habe ich mir so gedacht, okay, doch nicht. Nein, ich mach's doch nicht. Meta Knight ist cooler. Obwohl, Meta Knight ist nicht cool, sondern edgy einfach nur. Das ist auch so ein interessanter Fun Fact. Meta Knight ist, glaube ich, im Deutschen, in der Kirby-Serie, spricht damit einen spanischen Akzent. Ich spreche damit einen spanischen Akzent. Soweit ich weiß. Und auch, glaube ich, in Englisch. Ich weiß das nicht so genau. Ich habe die Kirby-Serie nie auf Englisch geschaut, wirklich. Nein, warum? Warum bestrafst du mich so sehr? Dann machen wir das so. So. Ganz schnell. Aber ich glaube, ich muss die Dingens behalten. Dann nehme ich die Pistolen. Ist scheiß drauf. Pistolen sind trotzdem stark. Ja, ich hätte die Pistolen behalten müssen. So. Jetzt hat die Kugeln verschoben, what? Ich liebe dieses Spiel. Ohne Scheiß. Kaufempfehlung, wenn ihr euch glücklich fühlen wollt. Meine CPU ist gerade am Durchdrehen, wahrscheinlich weil mein PC so lange an ist. Kauft euch Kirby. Kann auch sein, dass das daran liegt, dass das Ding jetzt hier offen ist. Voice-Mod, also mein Stimmverzerrer. Habe ich hier sonst noch irgendwas offen? Oh! Mein PC ist stehen geblieben. Oh shit. Oh, okay. Thank you.
sorry. Okay, ich glaube, ich kann jetzt wieder losgehen. Mein CPU ist wieder runtergegangen. Ich habe meine Pistolen verloren. Weil ich zu... Warum wackeln diese Gebäude? Ach, das sind keine Gebäude, oder? Piu, 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 piu. So. Perfekt. Checkpoint. Ach, es gibt unser. Ja, okay, das sind Kirby-Spiele. Natürlich gibt es unsichtbare Checkpoints. Bist du blöd da? Also zu viel, hast du zu viel Lack gesoffen, oder was ist das? Noch nie Kirby gespielt oder wie, Junge? Warte. Kurz Pause. Aus irgendeinem Grund. Was ist das? Warum ist das offen auf meinem PC? Okay. So. Schade. Ja, eigentlich würde ich hier gerne entlang laufen, aber... So. Dann hier. So. Ja, natürlich werde ich davon getroffen. Schon wieder etwas. Oh, da vorne ist die Wand kaputt. Wie bekomme ich denn die Wand da jetzt frei? Oh mein, ich sehe schon. Ich brauche die Leiter nicht. Ich meine, ich brauche die Treppe nicht, deswegen kann ich hier runterfallen. So. Ich habe keine Ahnung, mit welcher CPU-Leistung hier gleich die, das Video hier läuft. Ich hoffe einfach nicht, dass das in 4 FPS aufgenommen wird. Ich hoffe einfach. Gefühl, irgendwas fehlt hier. Ich glaube, da gab es irgendeine Quest wahrscheinlich wieder mit mach einen Schneemann kaputt oder irgendwas anderes. Ich habe 25 Minuten gebraucht für diesen Part. Man merkt einfach, dass es spät wird und ich einfach schon komplett fertig bin. Ich kann einfach nicht, ich sehe gerade nicht mal, wie hoch meine CPU-Leistung ist gerade.
Okay. Wutwedel Tropic Woods. Raumschiff. Also, hallo. Ist mal. Ich habe gerade gedacht, dann. Ich glaube, ich muss mein PC ausmachen. Ja. Ich habe fast alle gesammelt, ohne dass ich das wusste. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zusehen schon mal im Voraus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Tag, keine Ahnung. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.